Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Whisky Reisen und Geschichtenmanufaktur. Mein Name ist Bernie Gator und heute geht es bei 3 in a row um 3 Whiskys meiner Lieblingsdestillerie. Das ist meine Kilhoman-Episode. Im Jahr 2005 sollten zwei voneinander vollkommen unabhängige Ereignisse eintreten, die mein Leben auf zwar sehr unterschiedliche Art, aber doch nachhaltig prägen sollten. Zum einen war das die Geburt meiner wunderbaren Tochter. Zum anderen, darum soll es heute gehen, begann die Brennerei Kilhoman mit ihrer Produktion und sollte noch im gleichen Jahr im Dezember ihr erstes Fass abfüllen. Ich bin hier im Lagerhaus. Das ist das erste Fass, das die jemals abgefüllt haben. Aber dazu später. Die Brennerei Kilhoman steht in Schottland, genauer gesagt auf einer Insel in den Hebriden namens Islay, der Königin der Hebriden. Als waschechter Bernie Gator habe ich natürlich in der Form der Insel immer einen Krokokopf gesehen. Oder? Oder? Das Auge wäre dann Loch Gorm, das in unmittelbarer Nähe der Brennerei liegt und gleichzeitig Namenspatron für einen von Kilhomans Core Whiskys ist, über den wir ja in Vlog 11 gesprochen haben. Ich bin während meinem ersten Besuch auf Islay mehr oder weniger über Kilhoman gestolpert. Ich sah das Schild, als ich die Insel erkundend am Loch Gorm entlangfuhr. Ich hatte irgendwo davon gelesen, dass es eine neue Destillerie auf Islay gab, aber ich hatte nicht am Radar, dass die schon geöffnet hatten. Für 5 Pfund durfte man 3 ihrer Whiskys verkosten. Ich zückte die Geldtasche. 2 der Proben waren mit 3 Jahren so gerade mal Whisky. Der andere war zumindest 4 Jahre gereift, eine Information, die meine Erwartungshaltung eher ins Erdgeschoss transferierte. Aber das sollte sich schlagartig ändern, als ich probierte. Der erste Whisky war ein 3 Jahre alter 100% Islay und für das Alter, da wusste ich sofort, ich habe einen ganz besonderen Whisky im Glas. Der zweite war dann ein Loch Gorm, der mich restlos überzeugt hat und den ich am Rausweg per Handy bei Amazon geordert habe. Denn der dritte war eine Madeira-Fassreifung, die es nur vor Ort in der Destillerie zu kaufen gibt und die ich glücklicherweise sofort mitgenommen habe. Nun, den Loch Gorm haben wir ja im Vlog 11 ausführlich besprochen. Deswegen ersetze ich den heute durch einen anderen Core Whisky von Kilhoman, den Kilhoman Senec, der auch aus einem moderateren Preissegment stammt und deswegen einer meiner absoluten Lieblinge und meiner Go-To-Whiskys ist. Der schmeckt mir immer und den schenke ich auch ab und an mal einem Freund, wenn ich ein Geschenk brauche. Wenn man die Whiskys von Kilhoman verstehen lernen will, dann muss man deren Geschichte und deren Philosophie kennen, die man, wenn man sie denn auf einen Satz reduzieren möchte, vielleicht mit "Wir lassen uns von niemandem in die Suppe spucken, denn wir wissen, was wir tun" zusammenfassen könnte. Kilhoman liegt als einzige der momentan 9 aktiven Brennereien auf Islay nicht am Meer und war der erste Neubau seit 124 Jahren. Aber in den letzten 124 Jahren hat das Meer als Transportweg für Whisky seinen Rang eingebüßt und auch auf Islay kommt ein LKW zum Verladen. Anthony Wills kaufte das Gelände der Rockside Farm mitsamt seiner Quelle auf, weil in seiner Vision, wie man Whisky herstellt, der erste Schritt der Anbau des Getreides ist. Und wenn man die Geschichte hört, was für ein Unterfangen es war, als noch dazu unabhängiger diese Vision in Tat umzusetzen, wird einem schnell klar, warum das die letzten 124 Jahre sonst niemand versucht hat. Aber weder falsch dimensionierte Rohre, eine Direkttrockenanlage, die direkt nicht trocknete, oder eine Feuersbrunst, welche die Pagodiendachkonstruktion zerfraß, was in Summe eine 500.000 Pfund mehr verschlang, als er aufgetrieben hatte? All das konnte Anthony Wills nicht aufhalten. Seine Vision, from barley to the bottle, von der Gerste bis in die Flasche, sollte aufgehen
und er blieb klein genug, um die Brennerei mehr oder weniger als Familienbetrieb, dafür aber unabhängig von den allseits bekannten Großkonzernen betreiben zu können. Jeden Produktionsschritt, jede Stellschraube fest in der Hand. Hier sind wir also im heiligen Gral des Whisky, in den heiligen Hallen von Kilhoman. Ich bin gerade so glücklich, ich könnte in die Hosen schiffen. Was auch passieren wird, wenn ich vor der Tour nicht mehr gehe. Gotta go! Die Tour startet im obligatorischen Visitor Center, das es so in seiner Form nicht mehr gibt. Kilhoman hat um- und ausgebaut, unter anderem auch ein neues Besucherzentrum, das im Februar 2020 eröffnet und gleich wieder geschlossen wurde. Ich habe Bilder gesehen, es ist grandios geworden und ich kann es kaum erwarten, bis Mr. Smith und ich dort mal einen Drink nehmen dürfen. Unsere letzte Tour, 2018, begann erstmal mit einem 100% Islay und besser könnte man nicht starten. Dieser Whisky repräsentiert Kilhoman wie kein anderer ihrer Expressions. Denn trotz der doch immens anmutenden Anbaufläche der Rockside Farm reicht das Getreide bei weitem nicht, um den Bedarf Kilhomans zu decken. Aber es deckt den Bedarf für den 100% Islay. Die haben sich bei dem Namen durchaus was gedacht. Und reicht auch noch für Mischexperimente mit dem Malz, das sie für ihre anderen Whiskys bei der Großmelzerei Port Allen um die Ecke kaufen. Übrigens verwendet Art Bag das genau gleiche Malz mit demselben Rauchgehalt von 50 Parts per Million. Das eigene Getreide wird mit Wasser zum Keimen gebracht und dann etwa 36 Stunden lang getrocknet. Zuerst mit Torffeuer, was auf Islay seit Jahrhunderten als Brennstoff dient und dem Whisky seine Rauchnote verleiht, indem es sich mit etwa 20 Parts per Million mit dem Getreide verbindet. Anschließend mit Heißluft, um auf etwa 5% Restfeuchtigkeit heruntergetrocknet zu werden. Das Malz hat dann genau die richtige Konsistenz, um von dieser alten Mühle hier nicht zermahlen, sondern nur aufgebrochen zu werden. Übrigens hat fast jede Destillerie in Schottland entweder eine Robert Bobby Mühle oder wie in diesem Fall Kilhoman eine Porteous oder Porteous im Englischen, denn die Mühlen beider Hersteller gelten als absolut unzerstörbar. Die laufen auch in der Tat, egal wie viel Tonnen an Getreide man denen oben reinkippt, Jahrzehnt für Jahrzehnt und das fast wartungsfrei. Ironie des Schicksals, das hat dann letztendlich beide Firmen zerstört, denn die sind in den 1970ern beide Konkurs gegangen, weil der Markt gesättigt war. Die Mühlen laufen immer noch alle, nur die Ersatzteile werden langsam knapp. Das hier ist die Mashtun, wo in drei Waschgängen aus der nun Grist genannten Masse der Zucker herausgewaschen wird. Das ausgewaschene Getreide ist übrigens ein ausgezeichnetes Futtermittel, das entweder selbst verwendet oder an andere Farmer verkauft wird. Schließlich wird in den Washbags fermentiert. Sprich, es werden lebende Hefebakterien zugegeben, die den Zucker fressen und als Alkohol ausscheiden. Ich sagte ausscheiden. Dieser Vorgang muss, wie wir ja mittlerweile wissen, mindestens 48 Stunden dauern und Kilhoman lässt sich hier 80 Stunden Zeit. Das ist entscheidend für das Entstehen von Milchsäurebakterien und Estermolekülen, die dem Whisky dann Fruchtnoten verleihen. Diesbezüglich werden wir aber mal auf der Genussakademie beim spirituellen Spirituosen-Ingenieur Andreas Heiß genauer nachfragen. Es ist unfassbar, ich bin hier ganz alleine im Brennraum von Kilhoman. Kann nicht glauben, dass sie mich das machen lassen. Ich schwitze mir den Arsch weg. Das im Hintergrund ist die Brennblase von Kilhoman, die Wash Still. Blödsinn, das ist die Spirit Still. Darum haben sie es auch hingeschrieben. Und das ist die Wash Still.
Das ist die Washstow. Ja, gar nicht so einfach über den Rückspiegel. Und damals war ich ja noch jung und unerfahren. Es war alles sehr klein bei Kilhoman und es hat gut getan, dass sie 2018 begonnen haben auszubauen. So eine Spirit Still mit 2000 Litern Füllmenge passt ja schon fast in mein Studio. Was prinzipiell? Wir schweifen ab. Andererseits haben die aufsteigenden Alkoholmoleküle in einer kleinen Still natürlich viel mehr Kupferkontakt, was mit diesem kugelförmigen Mittelstück namens Milton Ball sogar noch erhöht wird. Und mit dem Kupferkontakt werden zum einen Fehlnoten abgebaut und zum anderen schaffen es nur die leichteren Alkohole bis in den Kondensator, was in Summe schon den Rohbrand fruchtig und fast fehlerfrei macht. Seit 2018 wurde alles verdoppelt. Washbacks, Mashtuns, sogar das Stillhouse mit beiden Blasen kam noch einmal dazu. Damit haben sie jetzt die Möglichkeit, den aus dem eigenen Malz gewonnenen Rohbrand für den 100% Eiler in einem eigenen Low Wines and Faints Receiver zu halten, was es deutlich leichter macht, mit zwei verschiedenen Malzen zu produzieren, als auch Experimentenraum gibt. Und letztlich werden auch längere Reifungen möglich, weil jetzt die Produktion den notwendigen Ausstoß leichter deckt. Das im Hintergrund sind die Wedding Tanks, wo sie die verschiedenen Fässer zusammenmischen. Aber der Reihe nach. Zuerst noch das wahre Heiligtum, das Lagerhaus. In erster Linie wird in Ex-Bourbon-Fässern der Marke Buffalo Trace und in Oloroso Sherry-Fässern gelagert. Aber es wird auch viel experimentiert. Man musste ja auch erstmal herausfinden, welche Fasstypen mit dem Rohbrand harmonieren, wie lange die optimale Zeitspanne ist und ob es ein zu lange gibt. Auch der Senake und die Madeira-Fassreifung sollten aus diesen Experimenten hervorgehen. Es gibt übrigens gleich eine ganze Reihe an Weinfässern, in denen gereift wird. So wie alle Core-Whiskys von Kilhoman haben auch die beiden keine Altersangabe. Ein Fakt, den Philipp Reim in seinem Podcast erwähnt hat und der mir erst da so richtig bewusst wurde. Kilhoman verkauft übrigens auch keine Fässer an die Blended-Industrie. In drei Schichten an fünf Tagen wird jetzt hier gearbeitet und pro Jahr etwa 500.000 Liter Alkohol produziert. Zum Vergleich macht der Nachbar Bruch Luddy etwa das Dreifache und McAllen etwa das 30-fache davon. Und damit landen wir wieder bei diesem ersten Fass von 2005. Und das bringt uns zu dieser Flasche hier. Mittlerweile sind Kilhoman Whiskys erwachsen geworden. Es gibt seit einigen Jahren immer wieder besondere Abfüllungen mit einer Altersangabe. Das hier ist der älteste 10-jährige Whisky, den die jemals rausgegeben haben. Ziemlich limitiert, ich glaube 900 Flaschen, war nicht ganz einfach zu bekommen, aber den musste ich einfach haben, denn da ist Whisky aus dem Jahr 2005 drin. Nicht aus Fass Nummer 1, aber Whisky aus dem Jahr 2005. Das Jahr, in dem meine wunderbare Tochter geboren wurde und damit schließt sich der Kreis. Denn den bekommt sie zum 18. Geburtstag. Damit dürfte mein besonderes Verhältnis zu Kilhoman restlos aufgedeckt sein. Und damit endet auch diese sehr persönliche Kilhoman-Episode. Wir haben mittlerweile über 600 Abonnenten. Tausend Dank dafür, das ist unglaublich. Bleibt euch zu wünschen, dass ihr gesund bleibt. Bitte bleibt uns gewogen. Bitte empfehlt uns weiter. So wie ich mich empfehle als euer Bernie Gaylor. We'll be right back.
Dieser Kanal ist ein reines Spaßprojekt und wir wollen möglichst viele Interessierte damit erreichen. Wenn du jemanden kennst, der daran Freude haben könnte, dann empfiehl uns doch bitte. Für die Hardcore-Fans und Neuankömmlinge, die mal all unsere Videos chronologisch sehen wollen, hier die Playlist Vlogs auf Deutsch. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere doch den Kanal und klick die kleine Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Das kostet nichts und du hilfst uns sehr damit, besser gefunden zu werden. Danke und Slangy!